Ich habe einen NPC-Test entwickelt. NPC in den Man, Alter. Das Klima ist bedroht und wir haben nur noch wenig Zeit zu handeln und brauchen Maßnahmen für den Klimaschutz, um das Klima zu retten. Ja oder nein? Ich bin bei Nein. Nee? Echt? Vor Andrea und sich dazu. Oh shit, Digga. Ganze Querdenker hier hast du in deinem Video dabei, Junge. Ich persönlich finde, Waffen bringen jetzt teilweise Frieden. Waffen bringen teilweise Frieden, Digga. Das ist doch mal eine Aussage, meine lieben Freunde. Frage 3. Es gibt natürlich mehr als zwei Geschlechter. Diversität ist wichtig. Ja. OG sagt direkt nein, raus. Erfunden vom Patriarchat und es gibt... Bro, das hat nichts mit Patriarchat zu tun, das ist Biologie. Ja, ich nenne dich Bro. Weiß ja nicht, vielleicht identifizierst du dich als Mann. Das Thema Corona, ich hasse es wie die Pest mittlerweile. Es ist so schlimm, weil das hat tatsächlich Freundschaften zerstört, Familien zerstört, katastrophal. Das war eines der schlimmsten Sachen, was passieren hat können. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock oder auf Leon Lovelock Highlights. Wir wissen es noch nicht. Leider wieder eine Upload-Sperre von YouTube reinbekommen. Natürlich nicht rechtmäßig. Ich habe auf ein Video reagiert, was immer noch online ist. Aber die Matrix hat uns auf dem Schirm. Wir lassen uns aber von der Matrix nicht unterkriegen und ziehen weiterhin durch und ziehen auch weiterhin genau den Content weiterhin durch. Hab das Video einfach genommen und auf dem Hauptkanal hochgeladen. Und genauso ziehen wir es weiterhin durch. Bin froh, dass ich mittlerweile zwei Kanäle aufgebaut habe, die relativ gut funktionieren, sodass ich immerhin weiter spreaden kann. Ich küsse euer Herz. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Supportet mich mit einem Kommentar. Algorithmus technisch, kommt auf Twitch, lasst ein Abo da. So, je nachdem, was in euren Möglichkeiten liegt, würde ich mich auf jeden Fall über euren Support freuen. Und jetzt gehen wir in ein Video rein, mal wieder vom friedvollen Krieger, ja? Schöne Grüße gehen raus an der Stelle. Er hat mir auch nach der letzten Reaction sehr schöne, herzliche Worte rübergefetzt. Stark, Bro. I love you, man. Danke für deinen Support, danke für die schönen Worte. Und wir gehen jetzt in ein weiteres Video von dir rein, Bruder, und supporten dich damit zurück. Ja, Mann, Alter, das Video heißt, ich habe einen NPC-Test entwickelt. NPC in den Man, Alter. Ab geht der Peter, meine lieben Freunde. Und los. In dieser Folge. Na, je mehr Waffen, desto mehr Frieden. Bin schon ein Herr. Ich kleide mich nur als Dame. Wenn ich... Süß. Sagen würde, ich bin eine schwarze Frau. Was würdest du dann sagen? Ja. Wo ist die Klimaerwärmung? Hä? Ja, aber... Digga. Okay, ich glaube, es wird lustig hier. Willkommen zurück auf meinem Kanal beim Friedvollen Krieger. Ja, Servus, mein Jutster, geiles T-Shirt, Digga, fühl ich. Umfrage auf jeden Fall. Wollen wir mal die Leute fragen, ob sie denn dem Current Thing supporten können, ob sie aktuelle Dinge unterstützen, ob sie dem Regierungsnarrativ treu sind, ob sie alles tun, was die Regierung uns denn Schönes sagt. Also heute suchen wir die wokeste Person in ganz Graz. Wokeness it out, man, Alter. Leben und leben lassen. Ja. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Ich habe eine Frage. Sie könnten heute bei mir 10 Euro gewinnen, wenn Sie 5 Fragen richtig beantworten. Hätten Sie Lust und Zeit? Ich würde es echt gerne machen, weil meine Meinung oder deine Fragen. Alter Vater. Da darf ich... Alter Vater. Eine Frage einmal zum Spaß vorlesen, du kannst entscheiden. Also zum Beispiel, das Klima ist bedroht. Wir haben nur noch wenig Zeit zu handeln. Wir brauchen Maßnahmen für den Klimaschutz. Mhm. Ist ja ganz klar, dass wir, also ob du dafür oder dagegen bist. Ich habe 5 Fragen, um zu gucken, wie sehr du mit dem Regierungsnarrativ übereinstimmst. Also wir müssen schauen wir mal. Das sorgen, was wir denken, was die Regierung sagt. Das mache ich wahrscheinlich nicht das Gleiche, was die Regierung sagt, aber beantworte mal deine Fragen. Dann wird es schwierig, 10 Euro zu gewinnen. Das macht nichts. Das macht nichts, okay. Komm, hau mal rein jetzt da, Junge. Ich bin gespannt. Das ist mal wichtiger. Habt ihr Lust und bist du bereit? Ja. Da kommt schon so ein bisschen Nostalgie-Filme so. Kommt schon ein bisschen der Reiz, vielleicht auch mal wieder ein paar Jungs innen auf der Straße nach ein paar Sachen zu fragen so. Vor allen Dingen international mit den Themen mal rauszugehen. Wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich mir auf jeden Fall auch nochmal so überlegen werde, ob ich in Zukunft nochmal die Vibes anschmeiße. Aber ich glaube dann auch wirklich international und dann halt wirklich auch die Themen, so die interessanten Themen, die die Welt bewegen gerade und jetzt nicht unbedingt die Muscle-Vibes so. Mal schon. Na gut. Okay, beide halbwegs dabei, das ist wichtig. Okay, stark. Wieso wissen Sie, dass die Fragen richtig zu beantworten sind? Die sind, glaube ich, Fragen, die Sie mir stellen. Okay. Dazu gibt es aber eine richtige Antwort, um der Regierung zu gefallen. Na. Danke. Das ist schon mal die richtige Antwort. Fangen wir mal an mit der Frage 1. Das Klima ist bedroht und wir haben nur noch wenig Zeit zu handeln und brauchen Maßnahmen für den Klimaschutz, um das Klima zu retten. Ja oder nein? Ich bin bei Nein. Nee.
Echt? Ein paar andere Ansicht dazu. Oh shit, Digga. Aha. Ganze Querdenker hier hast du in deinem Video dabei, Junge. Ja, stimmt. Perfekt. Das findest du lustig. Stimmt. Eine Frage schon mal richtig beantwortet. Schon mal. Ja, hätte ich fast prophezeien können bei den beiden. Gut gemacht, richtig? Ja. Ist eure Meinung oder die Meinung der Regierung? Ja, eher meine. Ja. Es wäre geil, wenn die einfach nur mit Ja geantwortet hätte. Meinung, die Regierung macht nicht so viel. Also ich finde, die Regierung, man fühlt sich ja nicht gehört. Die wird halt haben. Süße Frisur, ne? Die Regierung macht nicht so viel. Also ich finde. Die hier. Sah fast aus wie der eine Bruder am Anfang vom Intro. Die Regierung, man fühlt sich ja nicht gehört. Wie viel Zeit haben wir noch? Wenn wir sehen, Jahre, Jahrzehnte, ich weiß es nicht. Stabiler Bart, Junge. Ja, schon. Also wir brauchen absolut Maßnahmen jetzt. Ich finde es sehr gut, dass aktuell sich immer mehr junge Leute dafür einsetzen, also für Klimaschutz vor allem. Ja. Ah ja, die Klimakleber, eine Klimakleberbefürworterin, Digga. Wenn du wüsstest, von wo die finanziert werden und wie wenig also Einfluss die auch haben, was wirklich passiert, so, dann würdest du vielleicht umdenken. Ich sag dir ehrlich, diese ganzen Klimakleber-JungsInnen, das habe ich auch schon öfter gesagt, aber ich will es hier nochmal an der Stelle sagen, oft sind das einfach Menschen, die keine Identität mehr haben. Und das ist auch bewusst so gemacht, dass uns teilweise die Identität weggenommen wird und wir keine Dinge mehr haben, an denen wir uns festhalten können. Familien werden destabilisiert, sodass diese ganzen Jugendlichen, die ja sowieso, in dem Alter hast du sowieso so einen Idealismus auf jeden Fall am Start, und willst so kämpfen für irgendwas und dich zu irgendwas zugehörig fühlen. Und wenn du kein stabiles Surrounding hast von stabilen Männern, dann gründest du halt so eine Sekte wie diese Klimakleber und diese neue Generation oder wie die heißen, letzte Generation. Das sind halt so sektenmäßige Vibes, die so Religion und Familie und das alles ersetzen. Damit, das gibt denen irgendwie eine Art Identität so. Die kämpfen nicht wirklich für den Klimaschutz, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, wenn die auch wüssten, dass wenn du dich in Deutschland jetzt auf die Straße klebst und wenn wir jetzt in Deutschland zum Beispiel alles richtig machen, was Klima angeht, dann haben wir nicht mal 1% vom Weltklima beeinflusst. So, also wenn du wirklich was verändern willst, musst du in der ganzen Welt versuchen, was zu verändern. Und dann da anfangen, wo es auch wirklich was bringt. Zum Beispiel in Indien oder so, weißt du, wo viel, da geht viel mehr ab und da geht viel mehr auch, da kannst du viel mehr Einfluss darauf nehmen, wie wir die Umwelt behandeln. Ich rede lieber gerne von dem Thema Umwelt, weil die Umwelt muss wirklich mehr geschützt werden, meiner Meinung nach, weil wir mit der Umwelt nicht gut umgehen. Aber dieses menschengemachte Klimawandel und so ist meiner Meinung nach nur ein Thema, was genutzt dafür wird, um uns ein schlechtes Gewissen einzureden, damit man uns wieder besser kontrollieren kann, Digga. Brauchen wir. Du? Ja, brauchen wir. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nur. Da merkst du hier, die jungen Leute sind voll da. Die jungen Leute sind alle da. Ich kenne mich damit aber so wenig aus, wie man es am besten lösen kann. Aber ich würde schon sagen, ja. Schon. Krass, Digga. Das waren nur die ersten zwei. Schwachsinn. Noch ein dritter. Den ganzen Short über Klimaschutz. Dann tut mir das Herz weh, bitte. Nicht, weil es stimmt nicht. Ich kenne zu viele Zahlen mittlerweile, die was belegen, dass der Mensch da eigentlich nicht viel was zu tun hat. Aber das Klima geht doch gerade unter. Wir müssen das doch gerade retten. Wird doch überall gesagt. Das Klima verändert sich schon immer. Da gibt es Aufzeichnungen und hin und her. Weiß ich ganz genau. Ich informiere mich über das ganz viel. Ja, wo ist. Wenn du ein bisschen in die Recherche reingehst, dann merkst du auch, dass es aktuell gar keine Wissenschaftler gibt. Die Wissenschaftler, die sagen, dass das Klima sich, dass wir Menschen das Klima krass beeinflussen, die können dir das auch nicht hundertprozentig sagen. Das sind auch nur Theorien, die dir aufstellen. Es gibt keinen Wissenschaftler, der dir ganz genau sagen kann, wie die Klimaentwicklung, wo die hingehen wird, wie viel Einfluss wir darauf haben. Das sind alles Spekulationen. Wo ist die Klimaerwärmung? Gibt kein Klima bei uns. Erste Frage schon mal richtig beantwortet. Gibt kein Klimawandel, ist schon ein bisschen undifferenziert ausgedrückt, wenn ich das so nennen darf an der Stelle, Digga. Weil, dass das Klima sich verändert, ist natürlich Fakt so. Die Frage ist nur, wie viel wir als einzelne Menschen damit zu tun haben so. Und ob man uns dafür blamen sollte und einschränken sollte. Oder nicht erstmal da angreifen sollte, wo es wirklich was bringt. Zum Beispiel bei den ganzen großen Firmen wie Nestle oder Coca-Cola oder diese ganze Scheiße. Denkst du, die haben mit irgendwelchen Einschränkungen zu rechnen? Nein, warum nicht? Weil die Milliarden haben. Gut. Zweite Frage. Ich erkläre mich solidarisch mit der Ukraine und wir müssen sie militärisch unterstützen. Wir müssen die Ukraine
Also wir müssen die Ukraine militärisch unterstützen. Das heißt quasi, wir senden dort halt Waffen hin, wir senden Panzer und so weiter. Und der dritte ist dann für mich, ja? Also das finde ich eine schwierige Frage. Der ist nicht für mich, schade. Nein, Bruder, danke, danke. Ohne Scheiß? Sicher, Walla? Sicher, Walla? Gerade. Das ist kulturelle Aneignung, mein Jutzer. Dafür wirst du gecancelt. Frei? Walla? Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Danke dir vielmals. Bester Ehrenmann, ja? Stark. Einfach Cocktail auf Nacken bekommen, Digga. Ich küsse dein Auge. Okay, also die zweite Frage. Erstmal, cheers, Sommer. Ich bin überrascht. Danke. Da bist du dabei jetzt bei den Mädels innen, Digga, Bro. Let's go. Die hat eine Schlange tätowiert. Leichte Red Flag, aber was hat die da als Kette? Ein Peace-Zeichen? Ja? Vielen Dank für eure Einladung. Ja, cheers. Warum nicht? Ist geil. Okay, die zweite Frage wäre gewesen. Ich erkläre mich solidarisch zur Ukraine. Wir müssen sie militärisch unterstützen. Wie seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ich jetzt mich solidarisch gegenüber einem Krieg aussprechen kann. Schwierig, ja. Ich tue dich schon mal leicht wegmachen. Stark, 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 stark. Denkst du oft an die Vergangenheit, Leon? Was wäre, wenn und so? Nein, Bro. Nein, damit habe ich aufgehört. Habe ich in der Vergangenheit öfters getan. Was wäre, wenn? Aber die Wörter wäre, wenn, hätte, das sind alles Wörter, die Zeitverschwendung und Energieverschwendung sind. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr verändern. Nimm alles so hin, wie es ist und leb im Hier und Jetzt. Versuch einfach, aus den Fehlern, die du eventuell gemacht hast, zu lernen und jeden Tag eine bessere Version von dir selbst zu sein. Dann brauchst du auch nicht an die Vergangenheit zu denken, weil umso mehr du an die Vergangenheit denkst und dich damit identifizierst, umso länger wirst du in dieser Vergangenheit weiterhin leben. Euro? Solidarisch unterstützen? Genau. Na, Jonas. Das ist nicht eine gute Idee. Ah, krass, Digga. Okay, bei dem Thema sind schon wieder die Leute ein bisschen anders eingestellt, wa? Wir sollten die Ukraine auf jeden Fall unterstützen. Wer bleibt über, Nordon? Niemand mehr. Das denke ich mal. Ich persönlich finde, Waffen bringen jetzt teilweise Frieden. Also auf jeden Fall. Waffen bringen teilweise Frieden, Digga. Das ist doch mal eine Aussage, meine lieben Freunde. Sehe ich. Shit. Und die Ukraine ist sozusagen, wie soll ich sagen, es ist ein Tor zu Europa auf jeden Fall. Und wenn wir die Ukraine nicht unterstützen, dann also stehen wir auch nicht für Europa. Na. Ich frage mich, wo die das her hat. Ob das ihre eigenen Gedanken waren oder ob die einfach Markus Lanz sich reingezogen hat und dann irgendwas übernommen hat, so weißt du, wie ich meine? Digga, die Leute gehen halt nicht wirklich in die Historie dieser ganzen Sache rein, so, ne? Wie das alles entstanden ist, 2014 etc. pp. So, weißt du? Und wie alles gewesen wäre, wenn die Ukraine sich bereit dazu erklärt hätte, neutral zu bleiben. Weißt du, was ich meine? Jetzt mal kurz nur angerissen. Alle Leute, die eventuell ähnlicher Meinung sind, guckt euch Daniele Ganser an. Ich küsse euer Herz. Ich glaube nicht, dass man einen Krieg beendet, indem man noch mehr Waffen ins Spiel bringt. Stark, Mädchen, stark. Aber ich kenne mich auch nicht mit Kriegen aus. Ist egal, das ist dein Herz. Menschlichkeit ist wichtig. Ich auch nicht mit einem 10-Euro-Schein aus, ne? Okay, egal. Ich vertrete die Haltung Österreichs, wir sollten neutral bleiben. Ich würde keine Waffen schicken. Ja, aber umso mehr Waffen, desto mehr Frieden. Österreich ist neutral geblieben, fühle ich. Nein, das trifft für mich nicht zu. Schlimmste Waffe, warum sollte man Waffen besitzen und damit Frieden stiften? Keine. Ja, das ist die Propaganda. Kein Krieg. Aber jetzt senden wir noch Kampfjets an die Ukraine hin. Jetzt haben wir Panzer bekommen, jetzt kommen noch die Jets hinzu, dass endlich der Frieden kommt. Nee, der kommt dadurch nicht, der Frieden. Der kommt auf anderen Wegen. Ich finde, man sollte auch aufpassen, ob man es jetzt nicht zu weit treibt. Nicht, dass der Russland sich noch mehr bedroht fühlt und dann... Die sind es sich in ihrem Bunker oder was auch immer und denen passiert ja nichts. Das soll es auch nicht, finde ich jetzt die... Schweiz ist nur neutral geblieben. NATO oder Europa oder auch meist nicht Amerikaner, weil die Amerikaner finde ich, die haben es ein bisschen immer schwieriger gemacht. Einfach nur der Russ und die Ukraine und sollten es einfach nur mal besprechen. Meiner Meinung nach müssten sie die zwei Präsidenten, ja, gegenseitig in einem Boxring und aufs Maul hauen und der, was gewinkt hat, gewonnen, passt. Fühl ich. Klären wir doch, Digga. Universum Boxing, Joe Biden, weil Deutschland hat damit nichts zu tun, Digga. Joe Biden und auch Ukraine nicht. Joe Biden und Putin in den Ring rein. Und ab geht der Peter, Digga. Boah, wie der Putin Joe Biden auseinandernimmt im Ring, da hätte ich schon Bock drauf. Ich weiß dir, das wäre schon eine geile Sache. Da würde ich sogar Pay-Per-View bezahlen.
Scheiß drauf. Auf die Idee gekommen sind mit den 10 Euro, war ein richtiger Gamechanger gewesen. Hätten wir, ich verspreche das dir, ne? Hätten wir keine 10 Euro an das Brennen Clap dran gemacht, die Menschen hätten, die wären nicht stehen geblieben. Die hätten safe. Fühl ich, Bro. Mit einer der Gründe, warum ich aufgehört habe, Straßenumfragen zu machen, Digga. Weil du, wenn du 10 Leute im Video dabei haben willst, 100 Leute ansprechen musst, gerade in Deutschland. International sieht das anders aus, deswegen freue ich mich schon, die internationalen Vibes bald auch anzuschmeißen. Mache ich aber, glaube ich, wenn die Saison hier wieder anfängt, Richtung Winter. Dann seid ihr alle zu Hause und ich bin am Beach und mache Umfragen, Digga. Picking up girls with Andrew Tate lines on the beach in Tulum. Stell dir vor. Die 10 Euro, weil wir sagen, wir machen eine Art Gewinnspiel, machen die Menschen mit. Sonst, die werden direkt bei den ersten Fragen abgeschreckt. Wir sind gesagt, nein, ich mach dich mit. So, 10 Euro, du kannst gewinnen. Machen wir mit, das war eine sehr gute Idee gewesen. Bruder, in dem Sinne, vielen Dank dafür. Kein Stress. Let's go, komm. Gut, Frage 3. Also bisher sieht es mit 10 Euro nicht so gut aus, ja, wenn ich ehrlich sein soll. Frage 3. Es gibt natürlich mehr als zwei Geschlechter. Diversität ist wichtig. Aus. Ja. OG sagt direkt nein, raus. Jeder. So. Wichtig. Hm? Egal was. Oder wer oder sie es. Das ist wurscht. Wie viele Geschlechter gibt es? Mehr als zwei? Oh shit. Viele. Viele. Wie viele war es jetzt nicht? Verstehe ich nicht, ja. Also das kann man nicht sagen. Das ist kompliziert. Kann man nicht sagen, Digga. Wie geht das, Digga? Ich meine, ja, ey, guck mal, wenn einer sich entscheidet und sagt, ich will gern lieber ein anderes Geschlecht sein und mich dann auch so dementsprechend anziehen und so, alles schön und gut, Mann, mach, was du denkst. Mach, was du für richtig hältst, weißt du, wie ich meine? Aber am Ende bist du halt immer noch ein Typ. Du hast immer noch ein Jaro. Eier, Balls. Ja, also, es gibt die normalen Geschlechter und dann gibt es auch die Transen. Und du? Ich bin normal. Dann gibt es noch die Transen, ja, so. Die transferieren sich dann von dem einen zum anderen Geschlecht. Aber dann ist ja auch, bist ja auch eins von den Geschlechtern quasi, oder nicht? Da musst du doch nicht noch irgendwas dazu erfinden. Für was? Mir gefällt nur das Gewand. Okay. Jeder kann. Der ist geil, Digga. Ihm gefällt nur das Gewand, auf entspannt dann. So. Irgendwie ist der sympathisch, Digga, sag ich dir so, wie es ist. Geil. Mir gefällt nur das Gewand. Okay. Jeder kann sich halt so fühlen, wie er will. Also ich finde halt, dieses binäre System ist halt ein erfunden vom Patriarchat und es gibt. Patriarchat, wie ein binäres System, Patriarchat. Da merkst du, die hat zu viele Talkshows gesehen oder hat sich von irgendeinem Buch oder von irgendwen diese Wörter eintrichtern lassen als Argumente dafür. Bro, das hat nichts mit Patriarchat zu tun, das ist Biologie. Ja, ich nenne dich Bro. Weiß ja nicht, vielleicht identifizierst du dich als Mann. So. Was für Patriarchat, Digga? Das ist auch so eine Ideologie. Was ist denn das für ein Argument? Das ist Biologie, das ist Gott, das ist Creation. Auch nicht nur zwei, es ist halt ein Spektrum und voll. Auch biologisch, also. Und ich glaube. Ja, aha, auch biologisch. Auch immer vielleicht was dazukommen und auch wieder verschwinden. Es gibt nicht nur zwei Geschlechter. Es kann was dazukommen und auch verschwinden. Geil. Ich würde nicht mal eine Nummer drauf geben. Also nicht mal 60 oder 65, es ist halt, es ist ein Spektrum. Bei unserer Recherche in der Schule zum Beispiel. Das ist ein Spektrum, Digga. Ähnliche Antworten hier. Gibt es einige Geschlechter, wo ich mir wirklich gedacht habe, soll das wirklich sein? Aber dennoch, jeder soll sich nennen. Wir will also Maskulinität und ja, also oder Femininität, das ist halt einfach ein Spektrum. Und jeder kann sich da frei bewegen. Moment. Ja, müssen wir dazu noch was sagen oder sind wir da auf einer Linie, meine lieben Freunde? Also ich kann doch jetzt nicht ins Frauengym gehen und dann an der Tür sagen, ich identifiziere mich als Frau und die müssen das dann akzeptieren. Das ist doch Schwachsinn, Bro. Dann gehe ich da in die Umkleidung und begaff irgendwelche Mädels oder mach mich da, weißt du, wie ich meine? Genauso wie ich nicht einfach, keine Ahnung, Alter, sagen kann, ich bin jetzt eine Frau und dann irgendwie an Wettkämpfen teilnehmen kann und dann sagen kann, ich bin hier jetzt die krasseste Frau, so. Das sind so Beispiele, wo ich sage, Digga, das ist sogar ungerecht. Weißt du, was ich meine? Das ist sogar ungerecht. Denken, es gibt nur zwei Sinn. Es gibt Situationen in Amerika, wo sich Männer als Frauen identifizieren und dann in Knast gekommen sind. Frauenknast und dann da Frauen vergewaltigen. So.
Finden die Leute das geil, die das alle so verteidigen? Ich bin ein Schwurbler, ja. Einer schreibt, ich bin ein Schwurbler. Cancel it in, man, Alter. So. Cancelt mich langer. Mehr canceln, als man mich schon gecancelt hat, geht nicht. Deswegen, I don't give a fuck, bro. Voll altmodisch, diskriminierend, transphob. Ja. So, ne? Wird ja einem so beigebracht halt eben aktuell. Ja. Es wird immer mehr Wert drauf gelegt. Ja, es gehört einfach schon dazu. Also biologisch gesehen gibt es ja nur männlich und weiblich. Auch biologisch, also. Aber gesellschaftlich gesehen kann man mehr sein. Immerhin, Digga. Der Bruder hat das Biologische nicht außer Acht gelassen. Vergiss es. Es gibt zwei Geschlechter. Die OGs sind da ganz knallhart. So, den kannst du nicht erzählen. Die haben schon genug Jahre auf dem Kerbholz. Den kannst du nicht erzählen hier. Mit 15, 28, 30 Geschlechter. Ich identifiziere mich als Kokosnusswasser und so. Funktioniert nicht bei denen. Ja, und die anderen sind entweder kastriert oder geistig kastriert. Also, es gibt nur zwei Geschlechter. Nur zwei? Ja, nur zwei Geschlechter. Oh, da lehnt ihr euch jetzt aber weit aus dem Fenster, Jungs, innen. Und Weiber gibt's. Außer man wohnt in Tschernobyl oder so, dann hast du vielleicht drei. Ach du Scheiße. Tschernobyl ist out, man. Also gibt's nicht 87 Geschlechter, 97 Geschlechter. Wie man sich halt wohlfühlt. Ich finde jetzt nicht, dass das so schlimm ist, wenn man sie irgendwie als was anderes, als eine andere Person, als ein anderes Geschlecht identifiziert. Ich bin eine Frau. Na gut, dann seid ihr halt eine Frau. Würdest du mir jetzt auch glauben, dass ich eine Frau bin? Digga, wenn das so weit kommt, dann sind die immer verwirrt so. Ich glaube, der wird jetzt gleich auch noch sagen, ja, hat er im Intro ja gezeigt, ich bin eine schwarze Frau so. Was sagst du dazu? Wenn sie es selber sagen. Wenn ich sage, ich bin eine schwarze Frau. Sie hat da fängt es halt zu bröckeln, ne? Da fängt es halt dann an zu bröckeln, Digga. Muss ich da glauben? Da muss ich mir glauben. Ja. Bald wirst du verklagt, wenn du das nicht glaubst. Kein transphober Rassist sein. Na, das bin ich nicht. Wie gesagt, wie sie sich selber definieren, ist ihnen überlassen. Jeder kann sich halt so fühlen. Ihnen innen. Ihr will das auch biologisch, also kann man mehr sein. Genau, deswegen glaubst du ja jetzt, ich bin eine schwarze Frau. Wenn sie es sagen. Ja, natürlich. Natürlich. Ja. Frage, kann ich machen bei euch ein Piercing, Nippelpiercing? Nein. Nippelpiercing nicht? Nein, nur Ohrläppchen. Schade, danke. Die Frage 4. Corona ist gefährlich und ist keinesfalls mit der Grippe zu vergleichen. Und durch Lockdowns schützte uns die Regierung. Ich persönlich... Oh shit, jetzt gehen wir richtig rein in die Themen, meine lieben Freunde. Da bin ich jetzt gespannt. Ich sehe es eher schon. Ja, stimmt schon. Ohne Lockdown wäre es noch schlimmer gewesen. Ja. Safe. Die Ziele des Lockdowns war es, Kontakte zu reduzieren. Und somit die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Perfekt, alles perfekt gemacht. Solange es noch... Auch mit Impfzwang und so. Gerade in Österreich. Wichtig. Ein Impfstoff gab. Ja, stimmt schon. Ja, hätte ich... Du gesehen, wahrscheinlich. Da ist meine Meinung, andere zumindest jetzt sowieso. Oh, da habe ich Hintergrundinformation. Oh shit, sie ist mies in der Recherche drin. Schöne Augen übrigens. Das, meine 10 Euro gehen jetzt bestimmt flöten. Scheiße. Puh. Dazu habe ich ganz eigene Meinung. Ja, also ich habe nie an Corona geglaubt. Ja. Ist geil, aber bei den, also bei manchen sind die dann richtig auf den NPC-Vibes unterwegs, aber bei manchen Fragen sind die voll da, so, kritisch unterwegs. Also man merkt so, die sind nicht alle voll auf Linie. Ich finde, das ist vergleichbar mit einer Grippe, also von dem her kann man es recht gleichsetzen und der Lockdown hätte nicht sein müssen. Also ich würde da eher in die nordischen Länder schauen, also jetzt zum Beispiel Schweden. Wie Schweden, hör mal, die haben die nur überlebt, frage ich mich die ganze Zeit. Keine Ahnung. Schweden. Nicht erwähnen hier. So nicht. Ja, weil Schweden hat uns gezeigt, es brauchte halt gar nichts. Die Menschen haben halt ganz normal überlebt und es war halt nichts gewesen. Ich sag zu dem Thema nichts. Alles inszeniert. Es waren aber... Alles inszeniert. Leider auch sehr viele Fake-Zahlen. Ich habe es selbst miterlebt, dass im Totenschein drin gestanden ist Corona. Dabei haben wir was ganz anderes gestorben. Das war sehr oft der Fall. Bisschen Propaganda gemacht worden. Ah, ich finde, das war nur Geldmacherei. Ich denke auch. Vielleicht war es ein bisschen zu... Die Jungs innen, die waren nur am Anfang. Bei welchem Thema waren die nochmal voll auf Linie? Was war das erste Thema nochmal? Klima. Beim Klima waren die voll auf Linie. Aber bei hier, bei den anderen Sachen... Also so mit den Lockdowns. Also zu streng. Wie es jetzt ist, eigentlich ist es, finde ich gut. Hä? Jetzt halt. Wie es jetzt ist, finde ich gut. Na, jetzt weg jetzt nicht, es existiert halt immer noch. Echt, der ist noch da, sagst du? Ich jetzt halt, aber...
findest du? Nicht mehr so stark wie davor. Das Thema Corona, ich hasse es wie die Pest mittlerweile. Es ist so schlimm, weil das hat tatsächlich Freundschaften zerstört, Familien zerstört, katastrophal. Das war eines der schlimmsten Sachen, was passieren hat können. Ich finde eigentlich, dass Corona sehr unnötig war. Ja, die Antwort gefällt jetzt der Regierung natürlich nicht so sehr. Das heißt, die 10 Euro rutschen etwas weitere Ferne. Aber zum Schluss als Frage, ich könnte die noch einmal richtig beantworten. Die Impfung ist sicher und wirksam und befreit uns aus dem Lockdown. Das ist die rettende Option. Ja. Oh, shit. Ja, das wollt ihr euch einreden, weil ihr euch impfen lassen habt, wa? So sicher ist mit dem Punkt. Übrigens, an der Stelle, neues Video hochgeladen. Professor Dr. Arne Burkhardt, na? Langzeitschäden der Impfung. Jetzt auf Leon Lovelock. Abchecken. Sicher. Ja, stimmt, das ist sicher. Sicher. Auf jeden Fall, wenn wir uns impfen, sind wir geschützt. Du kannst dann, ist es keine Chance, dass du es dann kriegst. Und echt, ja? Ist es echt so, ja? Wo lebst du denn, Alter? 2023 gibt es echt noch Menschen, die das sagen, also die davon überzeugt sind, obwohl es jetzt mittlerweile bewiesen ist, dass wenn du geimpft bist, dich anstecken kannst und das Virus auch weitertragen kannst und sogar einen schweren Verlauf haben kannst. So. Wenn viel milderer Verlauf, es kann dir fast nichts passieren, es ist unbedingt impfen, unbedingt. Und du brauchst nur einen Pi... Ah, ist Satire? Oder meint die das ernst oder was geht da? Ja, aber öfters. Einmal reicht nicht. Ja, also muss 4-5 Mal. Nur ein Pixel eben öfter. Ah, die macht Scheiß, ne? Alter. Dann ist sie mir wieder sympathisch. Ja, genau. Ja. Okay, stark. Ihr wollt doch nur die 10 Euro gewinnen, oder? Ja, wirkt Vollgas. Ja, wirkt Besel. Schützt vor schwerer Ansteck. Ja, aber Nebenwirkungen, die haben wir vergessen, dass da Nebenwirkungen auch geben könnte und so. Und mittlerweile gibt es Unmengen an Impfschäden und ja, die werden teilweise vertuscht und verdrängt. Die Impfstoffe sind noch nicht so erprobt. Daher denke ich, nee, verlasse ich mich nicht drauf. Ja, die Impfung ist eine Gentherapie. Die ist sympathisch, finde ich. Aber sicher und wirksam. Ja, sicher. Für den Tod, ja. Für den Tod, ja. Der Bruder ist richtig tief drin in der Recherche. Also das Problem ist, die Impfung hat er ziemlich viel Scheiße gemacht. Ich habe Kollegen in meinem Freundeskreis, von dem ist der Papa an der Impfung verstorben. Deswegen weiß ich nicht, ob die Impfung so sinnvoll war. Also ich habe mich impfen lassen, zweimal, aber mir ist es danach, also mein Immunsystem war danach wirklich komplett zerstört. Also ich war in der Zeit nach der Impfung irgendwie jeden Monat krank. Also ich war die ganze Zeit krank. Eine Impfung schützt davor, dass man infiziert. So geht's einigen. Infektiöser ist als ohne Impfung und es mildert die Symptome. Nein, es geht auch ohne Impfung. Mhm. Aha. Es geht ohne, aber gescheiter ist mit. Gescheiter ist mit? Aha, aha, aha. Schon, dass es uns geholfen hat, schneller rauszukommen und das durch, dass sich sehr viele Menschen wirklich... Crazy, ne? Der Slang in Österreich ist schon lustig auf jeden Fall. Gescheiter ist. Und wir dann auch tatsächlich rausgekommen sind, im Endeffekt. Ja, also mich hat sie auf jeden Fall befreit und auch mein Hund hat mich befreit, weil ich konnte auch ohne Impfung mit Hund spazieren gehen. Solange ich mich geimpft habe, bin ich sozusagen ein bisschen freier gestellt und alles mir nicht so eingeschränkt. Und das war. Und deswegen ist das gut, ja? Deswegen ist die Impfung gut, meine lieben Freunde, weil ich dann freier bin. Wer gibt dir denn diese Freiheit, wenn du dich impfen lässt? Aha, okay. Hauptgrund, warum ich mich geimpft habe. Aber es ist auf jeden Fall cool gewesen, wenn man rausgehen konnte, ohne irgendwie eine Strafe zu kassieren oder so. Siehst du, das sind diese ganzen Leute, die sich einfach nur deswegen haben impfen lassen. Ich hoffe nicht, dass so viele Leute da Nebenwirkungen haben langfristig oder so, weil die waren nicht überzeugt davon, gesundheitlich. Weißt du, die waren nicht überzeugt von diesem Eingriff. Die haben das gemacht, damit sie am Leben teilnehmen dürfen, weil sie gezwungen wurden vom Staat und von den Medien in die Richtung getrieben wurden. So. Und das ist halt einfach traurig, weißt du, dass das so gezogen hat. Ja. Okay. Hätten wir eine Hundepflicht eventuell auch einfach nur einführen können? Ja. Dass jeder Mensch einen Hund braucht. Ich habe 4 Impfungen hinter mir, dann tut mir das Herz weh und habe nicht unter dem Virus gelitten. Die Antwort ist dazu haben. Okay, also damit seid ihr auf jeden Fall die 10 Euro wieder näher gerutscht. Also eben Ukraine war ein kleiner Ausrutscher bei euch beiden anscheinend gewesen. Habt ihr nämlich eher so das. Wir haben die Frage falsch verstanden. Dass ihr eure eigene Meinung sagt. Nein, wir haben verstanden, weniger Waffen hinzuschicken, ob das Frieden bringt. Aber wir haben, je mehr Waffen, desto mehr.
Ja, okay, es ist Satire. Frieden, also das ja. Muss man sagen. Waffen bringen Frieden. Ja, wenn wir mehr Waffen senden, kommt da mehr Frieden hin. Das wurde mir so beigebracht in den Medien. Müssen wir auch nicht verstehen, wir müssen einfach nur halt mitmachen. Ja, stark, das war an sich nicht schlecht gewesen, aber Ukraine, habt ihr leider falsch beantwortet. Wir brauchen nämlich dort Waffen. Wir brauchen Waffen. Mhm. Also ihr habt auf jeden Fall mein... Guck mal, der Bruder hinten dran, Digga, der ist richtig auf dem harmonischen Vibe unterwegs. Ja, stark. Der Bruder, was filmst du mich langer? Was ist hier los? Das war an sich nicht schlecht gewesen, aber... Ukraine. Der fühlt's komplett. Ihr leider falsch beantwortet. Wir brauchen nämlich dort Waffen. Wir brauchen Waffen. Mhm. Also ihr habt auf jeden Fall meinen Crashkurs Demokratie. Der braucht Livestream. Ja, Mann, Digga, ich scheiße. Wir gerade hier besucht haben. Auf jeden Fall erfolgreich absolviert. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitmachen. Ihr habt leider nichts in eure gewohnt. Nächstes Mal ein bisschen mehr Fernseher einschalten, ORF zu hören. Ja, passt. Das Geile ist, ich glaube, der hat einfach niemandem 10 Euro gegeben. Nur diese Masche ausgenutzt, Digga, feier ich. 5 von 5 falsche Antworten. Die Regierung wäre nicht stolz auf dich. Ich weiß, aber das ist meine persönliche... Merk ich mir. Einstellung. Okay. Nobody wins. Nobody wins. We thought that you are the winner. Thank you, madam. 43, 46, Digga. Krass. One love, bro, Vishu. Der hat erstmal gemütlichen Cocktail ausgeschlürft da mit den Mädels. Richtig und richtig, ja. Seid dabei, Bro. Lefty ist okay. Dann vielen Dank euch beiden. Dabei ist alles, mein Jutster. Und euch noch einen letzten Tag. Danke euch auch. Wie heißt du noch? Der Tripolitiker. Aha. Die eine heißt auf jeden Fall Gloria Hole, also Glory Hole. Hat sie reißerisch oder nicht? Ich stehe hier so und ich bin ganz kritisch für einen. Aber du kommst zu mir. Also ich würde mein Kind, glaube ich, nicht hinlassen. Geh weg. Das Plakat steht am Kopf. Die Welt steht am Kopf. Gerechte Umverteilung. Also gerecht wäre dann, du bekommst gar. Stark, Digga. Starkes Video auf jeden Fall. Wie gesagt, ey, kann man sich öfter reinziehen auf jeden Fall, den friedvollen Krieger. Der entertaint mich, der gibt mir gute Vibes und vor allen Dingen hat auch die guten Themen, wo man mal guckt, so wie die Leute drauf reagieren und so. Stark auf jeden Fall. Liebe geht raus, Bro. Follow auf YouTube, geht unten in die Beschreibung rein und supportet den Bruder bei seiner Arbeit. Feier ich komplett. Liebe, schreibt hier auch einen Kommentar, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns im nächsten Video. Gang. Muah.